Ein wunderschönes, gesundes, neues Jahr 2023 wünsche ich für euch, allen, die ihr hier seid, heute am Montag, dem 1.2023. Und ich denke, das wünschen wir alle, so wie wir hier stehen, auch den Damen und Herren in Uniform, die heute uns wieder begleiten werden, also auch den Damen und Herren Polizisten. Ein gesundes neues Jahr. Ja, heute ist das erste Mal 2023 und ich bin mir fast sicher, nicht das letzte Mal in diesem Jahr. Also wir haben ja bis zum Jahresende dieses Jahres noch Montagsdemo beantragt. Und ich denke mal, ich werde noch für nächstes Jahr beantragen, um sicher sein zu können, dass wir hier weiter montags unsere Demo abhalten können. Ja, bevor es richtig losgeht mit dem ersten Redebeitrag, vielleicht nochmal das Übliche. Gibt es denn heute jemand, der heute mal wieder das erste Mal hier bei uns ist? Ja, ist da jemand? Jawohl. Habt ihr euch einen Applaus verdient? Jetzt seid ihr auch rechtsradikal und antisemit. Herzlich willkommen im Club. Ja, das letzte Jahr ist vergangen. Die letzten zwei Male waren wir auch hier. Nicht alle von euch, aber das ist auch nicht schlimm. Es war beides Mal sehr angespannte Wetterlagen. Und ja, vielleicht nochmal zur Erklärung für die SZ. Wenn man also so glatt die Straße hat, dass man hier vorne kaum noch laufen konnte, ist das vielleicht auch manchmal gar nicht so schlecht, wenn man eben nicht hierher kommt, weil man vielleicht eventuell sonst auch einen Unfall haben könnte auf dem Weg hierher. Und wenn wir dann den Spaziergang sogar absagen, weil es hier so glatt ist, dann ist das eben einfach so. Das hat nichts mit irgendwelchen Nachlässigkeiten in der politischen Einstellung zu tun, derjenigen, die sonst regelmäßig hierher kommen, liebe SZ, sondern es hat einfach was mit Klima bzw. mit Wetter zu tun. Ja? Und wenn dann die SZ wieder Unsinn schreibt, dann ist das eigentlich bezeichnend. Ja, und deswegen stehen wir auch hier und werden auch dieses Jahr noch hier stehen. Dieses Jahr wird es, denke ich mal, nicht mehr darum gehen, ob wir alle eine Maske tragen müssen oder ob wir uns impfen lassen müssen, um noch arbeiten gehen zu dürfen. Nein, die Prioritäten haben sich geändert. Es wird und es muss dieses Jahr immer mehr darum gehen, dass diejenigen, die diesen ganzen Wahnsinn vom Zaun gebrochen haben, endlich bestraft werden und Verantwortung übernehmen müssen. Und nein, da reicht nicht ein einfaches "Ja, das war falsch und jetzt werden wir es uns aber gegenseitig nicht aufrechnen", sondern hier muss ganz konkret nicht nur politisch, sondern auch zivil und strafrechtlich Verantwortung übernommen werden müssen. Das wollte ich sagen, ja, übernommen werden müssen. Und dafür stehen wir auch schon seit ein paar Tagen hier. Und das ist das Versprechen, was ich vor über einem Jahr schon abgegeben habe, hier an dieser Stelle und jedes Mal wieder erneuern kann. Wir werden so lange hier stehen, bis diejenigen, die uns drangsaliert haben, auch richtig dafür bestraft werden. Denn anders geht das nicht, sonst haben wir diesen Irrsinn irgendwann wieder. Und wenn ihr aufmerksam im Prinzip lest, dann werdet ihr auch merken, dass genau dieser Tenor immer stärker auf allen Kanälen durchdringt. Und das ist gut so. Es darf einfach nicht sein, dass die Politik hier ein, ja, ich mache, was ich will, Abo hat und nicht dafür zur Verantwortung gezogen wird. Nicht verantwortlich ist für das Leid der Kinder, das jetzt gerade auch vor Weihnachten ganz klar zu erkennen war, mit
einen Infektionsbooster hier. Jeder war krank, eigentlich so krank wie noch nie. Die Versorgung in den Krankenhäusern war kaum noch gegeben, weil einfach nur überfordert, weil auch ja eben das Personal krank war, teilweise auch besonders die Geimpften krank waren, die sich haben impfen lassen aufgrund des Druckes. Ja, was immer noch nicht klar ist, was ist denn mit den Leuten, die jetzt reihenweise Nebenwirkungen haben, wo auch selbst der öffentlich-rechtliche Rundfunk immer umhinkommt, das ganz klar zuzugeben, dass es hier Massen an Menschen gibt, denen nicht geholfen werden kann momentan, die auch wegsterben aufgrund der Impfung. Und da kann es doch nicht sein, dass ein sogenannter Gesundheitsminister immer noch frei rumläuft und noch Steuergelder verschwendet, um weiterhin Werbung zu machen für diese Covid-Spritze. Spätestens jetzt hätte er alles abpusten müssen und sagen müssen, das war's für mich, ich gehe nach Hause und ich verzichte vielleicht noch auf alle Bezüge, die mir zustehen würden, weil ich mich einfach nur schäme. Aber schämen, wenn sich jemand schämt, dann sind wir das für ihn, dass so ein Typ in einem Land wie der BRD Gesundheitsminister werden kann. Das ist das eigentlich Beschämende. Ihr seht schon, es gibt genug Gründe, um auf 2023 hier in diesem Ort am Montag 18:30 Uhr mit Leben zu erfüllen. Und wir würden uns wünschen, dass ihr uns alle dabei helft. Es ist eben leider noch nicht vorbei. Vorbei wird es erst dann sein, wenn Verantwortung übernommen wurde. Eher nicht. Ansonsten schlittern wir volle Kanne ins nächste Problem rein und werden wieder drangsaliert werden. Das darf nicht nochmal in dieser Art passieren. Dafür stehen wir hier. Jetzt habe ich noch eine Bitte vom Leroy ausrichten. Leroy, willst du selber schnell sein? Ich gebe dir was. Nico. Ja, ich würde vorschlagen, dass wir das neue, das dritte Jahr nutzen und hier die Kamera als Dokumentation auch für die Nachwelt Wünsche, von mir aus auch Grüße, Ziele, Hoffnungen, alles, was euch einfällt, warum wir hier am Montag in ganz Sachsen, in ganz Deutschland auf die Straße gehen, warum du persönlich und dann in ganz kurzen Worten einfach mal in die Kamera. Das schneiden wir dann zusammen, damit wir es dann für die Nachwelt ein bisschen aufheben können. Also kommt einfach zu mir oder ich laufe rum und dann ganz kurz. Ja, ich freue mich, dass ihr auch wieder mal einen Beitrag geleistet habt. Ich wollte gerade losgehen, ich kann das Ding schmeißen. Unglaublicher hinzu, die hoffentlich bei immer mehr Menschen
zuerst für einen aufwachenden Geist und dann für starke Emotionen sorgen, die die Welt verändern. Das dritte Weihnachten inzwischen und der dritte Jahreswechsel seit Pandemiebeginn, dem Feldzug gegen feierliche Grund- und Menschenrechte. Nichts übrig von der weihnachtlichen Botschaft, auch nicht in der Kirche. Geschweige denn von alten und älteren Traditionen, Geschichten, Bräuchen, Lebenserfahrungen und Rückbesinnung. Stattdessen Krieg und Konsum, Beschiss, Verdrängung, Gleichgültigkeit, Erpressung, Diebstahl, Entmündigung, kulturelle und wirtschaftliche Vernichtung auf der ganzen Linie. Die Pandemie, ein Betrug, der seinesgleichen in der Vergangenheit nicht findet und nur in einer globalisierten Welt möglich ist, maximal vergleichbar mit den Heilsversprechen, vor allem von Vertretern des Christentums. Das nächste Nachspiel mit den einschlägigen Protagonisten, Regierungen und WHO läuft bereits. Aber auch hier im Land ist es noch lange nicht vorbei. Impfziele werden ausgegeben, bald schon die Fünferpläne. Die Maskerade immer noch nicht beendet. Keine Maske kann das Gesicht verbergen, das bei so vielen zum Vorschein gekommen ist. Ich merke sie mir alle. Von Aufarbeitung begann mit Unrecht keine Spur, nicht mal Einsicht. Eine Diktatur auf der Spitze eines Berges von Lügen. Aggressive Agitation und Existenzbedrohung gegen alles und jeden, der die Welt mit anderen Augen sieht. Sogar in der Weihnachts- und Neujahrsansprache nicht meines Bundespräsidenten, auch nicht meines Kanzlers. Stasi, Schrägstrich, Verfassungsschutz, eine Kloake, volle Nation, Beweislastumkehr, ein Unding mit einem Rechtsstaat, Hinweisgeber Schutzgesetz, Demokratiefördergesetz, wo Nichtregierungsorganisationen und Vereine mit erheblichen finanziellen Mitteln ausgestattet werden im Kampf gegen Andersdenkende. Sogenannte Delegitimierung, Meinungskorridor, Zensur sind ein deutliches Zeichen von Diktatur und Gesinnungsstaat. Kritiker werden kriminalisiert und kaltgestellt oder müssen zynischerweise mit den Konsequenzen ihrer eigenen Meinung leben. Ein Täter-Opfer-Umkehr von Staatswegen, Verteidigung gegen brüllende Polizisten und dann zum Widerstand gegen die Staatsgewalt. Der Staat ist eindeutig der Täter. Auch die Nationalsozialisten sind mit Wahlen in den Reichstag gezogen. Ebenso die Blockparteien der DDR in die Volkskammer. Eine Wahl zwischen Pest und Cholera ist nun mal keine freie Wahl. Wohin es führt, wenn einmal gewählte Undemokraten ihre Macht mit Propaganda, Lügen und Gewalt zementieren und damit Demokratie ersticken, lässt sich im jetzigen Deutschland und im vergangenen Glauben Deutschlands sehr gut besichtigen. Geschichtsleugnung und Verzerrungen, Kriegstreiberei durch die NATO am Gegenwart der USA, mit den meisten Angriffskriegen auf der Rechnung weltweit ever. Ein direkter Angriff mit Ansage auf unsere Energieinfrastruktur, aber kein Interesse der eigenen Regierung daran, die wirklich Schuldigen zu benennen und zur Rechenschaft zu ziehen. Trotzig ruft man mit Sanktionen um sich und schadet in erster Linie der eigenen Bevölkerung. Das gleiche Phänomen übrigens bei Messerbomben, Vergewaltigungen, Überfällen, Vandalismus, Betrug und so weiter. Hinter jedem Messerstechenden und vergewaltigen Asylbewerber steht sinnmütig ein Politiker der etablierten Partei, der ihn in unser Land gelassen hat. Wenn an dieser Aussage etwas sachlich unzutreffend ist, dann ihre faktische Untertreibung. Denn jeder dieser verantwortlichen Politiker steht nicht für einen, sondern für mittlerweile tausende abgelehnte und dennoch geduldete Asylbewerber. Zitat eines Landtagsabgeordneten in Stuttgart. Dasselbe trifft auf Links- und Grünextremisten zu, welche offen provoziert werden. Ebenfalls auf Verrückte, die angeblich nicht wissen, wer oder was sie sind, geschweige denn, was sie werden wollen. Statt sich auf Weihnachtsmärkten und Hof zu drücken, sollten sich Polizei und Staat besser um sowas kümmern oder um den Schutz der Grenzen. Stattdessen konstruiert
versuchen, Armut und Perspektivlosigkeit zu entkommen, was legitim ist. Wir werden dabei gelockt und verführt von einem Schäfersystem, welches sich Kapitalismus nennt. Andere Nationen ausbluten, ist so falsch, wie einige Leute nicht auszubilden. Bedeutet zum Arbeiten als Teilhaber an der Gesellschaft falsch zu gewichten und stattdessen einen überbordenden Verwaltungs- und Kontrollapparat zu schaffen. Verdummung durch nicht vorhandene Bildung, Digitalisierung als solches Halten, schlussendlich dem Überwachungsstaat dienend in der eigenen Bequemlichkeit. Zunehmend verarmt durch absolut unsoziale und niedrige fiskale Umverteilung von Einkommen und Besitz von unten nach oben. Ein Vernichtungsfeldzug gegen unsere erarbeiteten Sozialsysteme durch Umverteilung, Diebstahl, Erpressung, Rechtsbeugung und Umschreibung von Recht. Auch vor allem durch einen durch und durch politisch korrupten, unmoralischen, unanständigen und verlogenen Staat auf der Basis einer Parteienoligarchie. Wir fragen in eigenen Augen ganz Unfähigkeit. Der sogenannte Werteessen steht vor Selbstgefälligkeit und krimineller Energie. Geschäfte allgemein auf guten Kriegszeiten. Geld wurde gedruckt, in alle Welt verschleudert und unbezahlbare Schulden auf Kosten der kommenden Generation N aufgenommen. Und da all das unbestritten gewollt in einem Zusammenbruch des Geldsystems mündet und die Lösung, nämlich Abschaffung des Geldes, wie wir es kennen und nutzen, bereits propagiert und schrittweise im Hintergrund eingeführt. Vermögensregister, Bargeldobergrenzen sind schon da. Sozialpunktesysteme werden in größeren Städten erprobt und sind in China bereits weit fortgeschritten. Smart Cities, 50 Minuten Stadt und so weiter, die ausschließlich der totalen Kontrolle über alle Aspekte unseres Alltags und haben absolut nichts mit Klimawandel zu tun. Der ehemalige Ostblock kocht sein eigenes Süppchen im vorauseilenden Gehorsam den neuen Kriegsherren gegenüber. Aus Angelüssen oder Einwürz? Wie weit wollen wir in der Geschichte zurückgehen und graben? Überspringen wir mal den Nahen Osten in jüngerer Vergangenheit. Litauer, Essen, Finnen waren Rassenbrüder Hitlers, marschierten Seite an Seite gegen Russland. Polen scheint zu versuchen, alte Rechnungen zu begleichen in alle Richtungen und hat selbst auch geschichtlich teilweise Reste. Auch die Rumänen, die Ungarn, die Slowaken, die Kroaten, die Griechen, die Türken, die Italiener, die Spanier, die Franzosen, hatten ihre Anteile am Faschismus nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich behaupte nicht, dass diese Liste vollständig ist. Denn sie soll das sicher nicht relativieren. Im Gegenteil, sie soll Augen öffnen. Die Ukraine spielt unbeschritten ein ungewöhnliches Spiel. Beteiligte sich genauso an Massakern gegen Juden und Polen. Beschießt seit Jahren bereits Zivilisten in der Ostukraine. Sogar eine ARD wurde darüber berichtet. Sie ist nach wie vor einer der korruptesten Staaten der Welt und eben nicht die Krone von Freiheit. Und sie muss dort genauso wenig verteidigt werden wie am Hindukusch, sondern genau hier, zu Hause, auf der Straße, auf dem Ostplatz. Jetzt! Thank you.
Fall europäischen Großmachtraum unter dessen Führung und totaler Kontrolle über die Menschen, schrägstrich Slaven, die Reichtümer und das Land Osten, Bestrebungen, bei denen einige wenige in Reibach machen wollen, ein Moloch von Politikern, die als heute keine Volksvertreter sind. Und ihre dauerhafte Einschränkung, die einseitige und
der Burg hat auch ordentlich erleichtert und das war gut so. Prima. Ja, klare Worte, aber was hilft's? Das muss man ja mal das Kind beim Namen nennen. So, ich muss jetzt auch ein Kind beim Namen nennen. Und zwar, wenn ich das richtig sehe, ist das der Thomas Hanke. Ist der Thomas Hanke heute hier unter uns? Der hat nämlich hier seine Dokumente verloren. Da ist ein Fahrzeugschein drinnen. Ist jemand hier? Gut. Ach du Schreck. Uwe Hache. Das ist ja drei um die Ecke. Na gut, dann nehme ich es einfach mal an mich. Mal sehen, ob ich ihn finde. Ja. Was haben wir noch heute? Also einmal muss ich sagen, es freut mich, wir hatten heute schon mal durchgezählt, da waren wir so bei um die 200, das hat sich etwa verdoppelt. Ich denke mal, wir werden morgen in der Set lesen, was von 150, also das heißt dann mal x sind dann so um die 400. 400 wäre also so die richtige Zahl. Schauen wir mal. Ja, gibt es denn jetzt immer noch von eurer Seite her, der auch vielleicht noch was sagen möchte heute? Als offenes Mikro, kurz und knackig, wenn es nicht unbedingt der Detlef ist. Detlef. Erst einmal einen wunderschönen guten Abend. Ich war jetzt lange Zeit nicht mehr da. Ich wünsche erst einmal allen Mitstreitern, allen Demokraten, Patrioten, einen wunderschönen guten Abend und ein gesundes neues Jahr! Auf den Görlitzern, die jetzt an den Fenstern hocken und sich noch nicht rausgetraut. Ihr könnt ruhig rauskommen, das Wetter ist schön, es schneit nicht. Ja, krachen tut so ab und an, aber das ist ja nicht von unserer Seite her. Aber das ist ja die Polizei vom Wochenende her gewohnt, dass wir ja die Friedlinien sind. Die Polizei beschießen, die Rettungsdienste beschießen, die Feuerwehr beschießen, die kommen ja aus einem anderen Lager, die von den Medien und von gewissen Parteien sogar bezahlt werden dafür, dass sie auf gewisse Dienstpersonen losgehen. Siehe Köln, Neukölln, Hamburg, überall, auch hier in Görlitz gab es ja da so ein paar Ausschreitungen. Und wie gesagt, der Herr Steinmeier sagt ja, in China und Korea, das sind alles Patrioten und Demokraten. In Deutschland sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Und das ist eigentlich eine Diskriminierung. Eine Diskriminierung auf die bösartigste Art und Weise, wie sich einem Herrn Steinmeier oder irgendwelchen anderen Menschen, die sich Genossen, Kameraden oder irgendwas nennen, gar nicht ziehen dürfte. Weil das ist schon eine kriminelle Aussage. Diskriminierung ist eine Straftat. Ich bedanke mich. Ich wurde gerade ermahnt, ich soll nicht so lange machen. Ich wünsche euch mal viel Spaß. Ja, gibt es weitere Wortmeldungen? Heute ist es ein bisschen wärmer. Können wir vielleicht mal eben vertragen? Nee, sehr gut. Dann packen wir wieder langsam ein und ihr dürft euch schon mal langsam vorbereiten für den Spaziergang. Vielleicht zum Spaziergang nochmal ganz kurz. Wir laufen die klassische Strecke mit der kleinen Besonderheit, dass aufgrund des Abbaus der Eissportfläche, da wir hinter der Eissportfläche langlaufen. Ja, also nie wundern, da fährt die Polizei entsprechend auch voraus. Den kleinen Haken wird nochmal gekauft, das ist kein Problem. Ja, dann 2 Minuten Wartezeit und ich denke mal, dann geht's los.
Thank you.
Das nicht, das weißt du selber ganz genau. Irgendwann sind die Jahre grau. Wie du lebst, das interessiert dann keine Sau. Jetzt zum Schluss, was man muss sagen. Sollte es auch immer draus geben, dem ganzen Stoß einen Abschiedskuss. Besten Dank für den heutigen Spaziergang, für die Veranstaltung, dass ihr heute da wart. Wunderbar, heute waren wir wieder mehr. Vielleicht werden wir nächste Woche wieder mehr, das wäre wunderbar. Also in diesem Sinne, kommt gut nach Hause. Die Veranstaltung ist für heute beendet. Auf dass es nächste Woche wieder toll wird mit euch gemeinsam zusammen. Danke.